es war, ein paar Monaten nicht. Es war einfach nur geil. Nee, komm, das sagst du einfach nicht. Ich guck das erst in ein paar Monaten. Also ja. Ich komme hier, ich wollte eigentlich auf dem Weg, ich war auf dem Weg für Leon hier seine Wohnung mal angucken. Und der Leon war ja schon weg, der Stefan war noch hier. Ich habe ihm gesagt, ja, ich komme erstmal zur Kirche, dann geht's von da aus weiter. Es war Nacht, ich hatte depressive Musik am Laufen, die hat super gut gepasst. Ich komme hier rauf, habe die Schilder gesetzt, an Gedenken an die Leute, die den Server verlassen haben. Ja. Ich sage, das ist alles so traurig. Ich gehe hier rein, stehe in der Mitte des Ganges und sehe dann, wie der Stefan hier oben steht. Stand hier dann so. Meinst du, nun halten wir einen Gottesdienst ab. Mit traurigen Worten war da irgendwas, keine Ahnung. Er hat das richtig gut rübergebracht. Während es dunkel war, dieser Moment, wo die gegangen sind, die traurige Musik, einfach nur geil. Musst du in der Aufnahme dann sehen, wenn sie rauskommt. Ich werde dich nochmal dran erinnern. Weil ich sag mal, für diese Verräter. Ja. Yeah. Kein Grab, keine Rede halt. Es ist trotzdem eine traurige Zeit, wo sie gegangen sind. Dreckigen. Und was ich auch nicht verstehe, ist, wie die Hühner da reingekommen sind. Ich weiß es nicht. Ich habe den Befehl gegeben, sie zu töten. Lustig, tust du es? Na warte, lass noch 100. Hey. Es kommt. Auf. Ey, ich hab Wasser dabei, um dich zu löschen. Apropos Wasser. Es hat zuvor ein Gewitter gegeben. Ja. Und nein, das nicht. Aber das gelbe Haus ist in Flammen aufgegangen. Geil! Feuer verbreitet sich, aber es macht dir hier keinen Schaden, ne? Schade. Ja, ich guck trotzdem so. Ich denk so, Alter, warum brennt das ganze gelbe Haus? Doch schade, warum ist das so? Nein, ich werde es demnächst mal anpassen, dass es ein bisschen tiefer wird. Weil die Etagen, die sind ja 3 Blöcke hoch. Es reicht aber, wenn die am Fenster 2 Blöcke hoch sind. Kann ich die ganze Etage nach oben hin ausnehmen. Können wir das irgendwann mal so machen, dass es auch anfängt zu brennen? Ich will ein Feuer sehen. War schön geworden, der Stadtpark hier. Da fehlt noch ein bisschen Grünzeug. Blumen und so. Ich habe ja gerade was mit meinem Vater gemacht. Da hab ich noch, wir gucken gerade zusammen The Walking Dead wieder. Yeah. Oh. Und jetzt wir sind gerade bei Staffel 3 halt, ne? Ja. Richtig guten Folgen, doch. Das war noch Zeit. Hey, hier unten ist auch einer. Hallo. Aufpassen, Spoiler für Staffel 3 kommt. Da an einer Stelle, wo die den Morgen getroffen haben. So. Weißt du noch, wo dieser Morgen voll austickt? Weißt du noch? Ach, hier im Sanctuary. War das, glaube ich. Nein. Wo die jetzt Sachen suchen, sammeln müssen, weil jetzt bald der Krieg gegen Governor kommt. Ja. Der hat ja schon Leute, die besucht, und dann ist er wieder zurück ins County, King County gegangen. Zu seiner Heimat. Rick mit Bichon, ja. Und Carl. Ja. Stimmt, da wurde die ganzen Barrikaden aufgestellt wurden. Genau. Ja. Und ja, da genau die Folge, da habe ich jetzt geguckt mit meinem Vater. Ah, geil. Also hier, kennst du den Plan für hier schon? Nein, ich bin jetzt Level 33. Wo bist du überhaupt? Ah, da, ja. Lol. Ich war im Zonnegrün. Also es soll hier bald noch ein Erdpfad entlang führen, so rechts von dem U-Bahn-Aufgang. Der ganze U-Bahn-Aufgang soll unter Erde verschwinden. Links wird alles aufgebaut. Vielleicht kann man da eine kleine Grotte mit einbauen. Dann soll da oben ein Wasserfall drüber. Also ein kleiner See und der Wasserfall, der dann da in den See reinfließt. Also eine kleine grüne Ecke hier nochmal. Siehst du das auch, dass hier gerade der Busch da in der Luft schwebt? Oh. Da rechts neben dem Ding. Da? Ja. Ich glaube, weil da rechts irgendwie hat er wahrscheinlich eine Verbindung. Ne, das ist wahrscheinlich Holz. Das ist ein Riesenbaum. Ja, das ist Holz. Hey! Wer hat dich denn eingeladen? Wer hat dich eingeladen, Mann? Wer hat dich eingeladen? Wer hat dich eingeladen, hä? Kann er aufhören, bitte?
Jetzt hat meinen Schiss auszubrechen? Würde sterben. Ey, hallo? Der schießt ihn wieder. Ah, der leer. Der überlebt. Man überlebt das. Doch, frag mal Mario, man überlebt das nicht. Ist schon erstaunlich, dass ein Skelett mehr Schüsse aushält als ich selber. Mit einer Eisenrüstung. Ja. Ein Skelett. Ein Knochen. Ja. Hat noch nicht mal Fleisch, was ihn schützt. Na gut, ich glaube, wenn ich dem Skelett auch einen Headshot gebe, schützt auch. Bei denen gibt's. Kriegt man nicht diese Viererbäume, oder? Nee, aber ich habe einen. Ich hab die Setzlinge dafür bei mir. Die habe ich, nee, aber bei denen kriegt man keinen Viererbäume raus, ne? Kannst du, glaube ich, auch machen, wenn du die viermal setzt. Ja. Weiß ich nicht. Apfel. Drei Äpfel. Ich habe es mal gemacht, mal gucken, ob da was irgendwann mal wächst oder nicht. Aber ich hätte doch eh Knochen, ne? Ja, das geht jetzt erst, wenn die Äste darüber alle wechseln. Ja, ich weiß. Ist doch. Moin. Aber da kommt noch einer. Nein, doch nicht. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass das geht mit den Viererbäumen. Bei dem Ding. Das geht generell Viererbäumen gehen, aber ich glaube nicht bei dem Ding. Timmy Rollen. Der Hayden. Komm schon, das muss funktionieren. Ja. Das sieht jetzt auch an. Ja, so, wupp. Wupp und wupp und wupp und wupp und wupp. Alter? Energy! Hey, nein! Nein, den krieg ich nicht. Den aber. Alter? Da bist du jetzt aber. Was? Du bist jetzt aber selber runtergefallen zum Teil. Was hast du jetzt kaputt gemacht? Was? Jetzt ist nur noch dieser eine Block da oben, nein, auf den müssen wir warten. Hätte... Obwohl, wir können auch einfach hier den Baum setzen. Unmöglich. Lasset ihn sprießen. Warte. Ja, stell dich mal da drunter und warte. Ich weiß nicht, ob die dann runterfallen. Ja, irgendwann. Wolltest du gerade versuchen, das Feuer zu löschen? Nein. Nee, das nicht. Ich hatte einen Stellen dabei, falls ich das gleich in den Brand setzt werde. Ich hab den aus Versehen rausgeworfen. Ich muss mal ganz kurz die Aufnahme hier cutten, wenn ich das höre. Nicht Aufnahme. Huch! Direkt neben mir, eingeschlagen. So. Ich hoffe, ich hab's gemutet. Nein, es geht nicht. Entschuldigung. Du hast mich angelogen. Ich kann dir einfach nicht mehr vertrauen. Trauen beendet. So, ein Headshot. Und der so, Creeper, jetzt habe ich keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Aber trotzdem, die halten. Könntest ja, keine Ahnung. Noch einen Bahnhof bauen. Den Bahnhof noch ein bisschen erweitern. Ups, ich muss das echt noch sicher machen, weil hier spawnen noch Zombies. Ich muss den noch ein bisschen ausleuchten. Ja, also. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das jetzt mache. Ich muss halt den ganzen Scheiß jetzt noch ein bisschen. Oh ja, da ja, wo weit denn? Was denn? Ja, ich muss. So, dein. Bahnhof? Die Bahnhofstation, die muss ich jetzt noch ein bisschen erweitern. Ich wollte halt. Also, das Grundriss habe ich gemacht, ne? Das ist. Genau, habe ich jetzt hier meinen kleinen Teich hier, ne, wo die Brücke drüber geht. Ja. Gar nicht mal so schlecht geworden. Warte mal, da muss noch was hin.
Und ich wollte dann halt irgendwie noch so einen Zugang nach oben bauen, so eine Brücke, weil ich wollte halt den Stein, der bei mir ist, nicht wegmachen. Also die kleine Ansammlung, der kleine Hügel, der mittendrin ist, ne? Neben der Bahn. Jetzt. Da ist ja ein. Ich weiß nicht, wie so eine Steinformation. Direkt neben der Bahn hier, Ja, direkt neben wo der mein Bahnhof ist. Bahn, direkt neben der Brücke quasi. In Ja, der Ecke, genau. ja. Und die wollte ich gern dann so lassen. Okay. Weil ich finde das irgendwie Na klar. schnieker. Kann ich dir irgendwie helfen dabei? Ja, das ist die Frage. Ich muss selber noch gucken, wie ich das am Ende so löse. Ich wollte nämlich dann auch so eine kleine Treppe nach oben bauen, weil in der Mitte ist ja ein Platz frei. Also da fehlt ja Glas. Ja. Und das, da wollte ich gerne irgendwie dann hochbauen, dass man da dann oben, dass man auch nach oben laufen kann, weil da sind ja auch eine, wenn man weiter oben läuft, dann ist ja auch eine kleine Brücke, die ja ist, so dieser schwebenden Insel da. Nee, sie ist gar keine schwebende Insel. Ja, aber du weißt auch, ich habe da noch so eine kleine Holz, so eine Einzelholzbrücke, ne? Oben bei mir. Weißt du noch? Nee. Die Brücke da, wo du, also die Großbrücke zum Dorf, ne? Ja. Die kennst du. Da, wo du auch gerade die Bahn hast. Und da in der Nähe ist auch eine kleine einzelne Nee, die Holzbrücke. kenne ich noch nicht. Ich glaube, die hast du schon mal Ich weiß gesehen, gerade nur nicht, ob nicht man die auf der vergessen. Karte sieht. Nee, ich glaube, die ist zu so klein dafür. Ich sehe sie gerade nicht auf der Karte, ich sehe halt nur die große. Die sieht man nicht. Wie weit das würde ich gerne alles ein bisschen lassen. Ich muss Wo mal ist denn gucken, diese wie ich das dann mache. einzelne Brücke, circa? Die ist genau zwischen meinem Schlafzimmer und der großen Ne, keine Ahnung. Brücke. Unter meinem geheimen Labor. Über meinem geheimen Labor, meine ich natürlich. Es Keine ist Ahnung. ein Block breite Brücke. Also breit, aber halt länger. Als würde ich da so eine Verbindung hinbauen, dass man dann lang gehen kann. Ja. Ich überlege trotzdem. Also hast du Schienen bei dir? Ja, nein, nein, habe ich Okay, nicht. Nein, ich habe dann. Material für meinen Ich Schienen. kann aber noch Schienen mitbringen, weil ich habe noch genügend. Nur Power Rails habe ich nicht. Ich habe nur noch eine. Wie du willst, dass ich da Power Rails. Ja, zum Rausfahren. Irgendwo. Weiß halt nicht, wie weit du da per Hand fahren willst. Nee, da will ich eigentlich gar nicht. Ich will einfach nur so wupp und dann. Du kannst dir, wenn du ein bisschen Gold brauchst, kannst du dich gern bedienen. Redstone-Kram nehme ich mal mit. Du kannst auch das Redstone von mir nehmen. Wo, so also gucken, wie war diese Steinformation, die neben mir ist. Ich glaube, ich weiß nicht, theoretisch kann man die auch für die Verkabelung benutzen. Ne? Weil da muss man ja noch irgendwie was. Auch ein bisschen Platz für die Sachen, wenn man da ja direkt ein, also wenn man direkt dieses Schaltfeld haben will, wenn man direkt so einstellen will, wohin ich fahren möchte, ne? Braucht man auch ein bisschen Platz. Ich verstehe es nicht. Du kennst doch hier diese vier Bäume, die bei mir eingemauert sind vom Bahnhof. Glaub schon, ja. Wie ist da eine Kuh reingekommen? Wie geht das? Die kann Hast da nicht gesucht? rein. Doch, siehst du doch, dass Das sie geht kann. aber eigentlich nicht. Weil Doch, ich siehst du komme doch, mit der Bahn dass das rübergefahren zu geht. dir und dann gucke ich mir das mal an. Oder siehst du mal, wie das geht. Geht voll easy, easy. Ich bin auf dem Weg, Chris. There goes the alarm, ringing in my head. Dies aus wie ApoRed.
finde das Bahnsystem ist echt praktisch. Hallo. Hi. Wie weit sollen die Schienen besetzt werden? Bis zum Ende? Bis hier. Ja, bis zum Ende schwarzen. Bis zum schwarzen. Hey, da fehlt was. Du hast einen schwarzen übersehen. Ich weiß nicht, ob du hier so eine Art Prellbock haben willst. Ja, theoretisch kann man das schon machen, ja. Dass der mich dann anstupst, ne? Boah, dann könnte man den da nämlich hinsetzen. Oder hat eins da hinten, das ist deine Sache. Ne, so ist okay. Wenn ich auch wieder hier so eine Verbindung nach oben baue, dass man da irgendwie oben rumlaufen kann. Und war der See eigentlich künstlich oder war der schon so? Ja, den hab ich erstellt. Der soll auch so bleiben? Ja. Yep. Das ist ja nicht gerade sicher bei dir hinten. Ja, ich muss auch alles ausgerechnet werden. Hab ich doch gesagt. Hab doch gesagt, was darf. Das da Leute sind einheimisch. Das ist doch lose Leben in deinem Bahnhof. Echt, das ist so gutherzig, ne? Der ekelhaft schon. Was willst du hier links davon noch bauen? Also hier? Weiß ich noch nicht. Ein Kiosk. Oder die Currywurstbude. Beispiel. Guck mal, jetzt habe ich schon mal eine Verbindung nach oben. Hey, sag dir mal, was ich meine, ne? Mit der Brücke. User joined your channel. Hallo. 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 Zur Info, wir sind wieder in einer Minecraft-Aufnahme. Ah, okay. Also, das hier würde ich halt gerne, dass man hier oben noch rumlaufen kann. Ja. Und dass man halt dann hier zurück auch so eine Verbindung hat nach da hinten, da diese Brücke, da meine ich. Finde ich auch. Ah, das Ding. Ja. Ich dachte, das war ein Erdstreifen, das sah von unten immer so aus. Was willst du hier hinten bauen? War nichts, aber das könnte theoretisch der Zugang zu meiner Wolkenpalazzo sein. Ach so. Von dort aus dann weiter hoch können. Weißt du, so Treppe so langsam nach oben und dann so. Und dann so einer auf die Treppe. Ich bin der König der Welt. Ich sehe dich gerade nicht, also ich schieße jetzt gerade blind. Alter, ich stehe hier oben. Warte, schießt. Hast du schon geschossen? Ja. Warte. Willst du nochmal schießen? Ja. Ich höre jetzt auf zu schießen. Hey, wenn ich häufiger schieße, ne? Fängt es an zu laggen. Was tut es? Krasser Server. Es ist ein Billig-Server. Alter, jetzt hör doch mal auf zu schießen! Nur am Zanken, ihr beide. Er hat angefangen. Ja, klar! Er wollte meinen Kuchen klauen. Also du verstehst, dass das eine Notsituation war, ne? Hast du schon das TNT ausgelöst? Nein, ich hab alles abgebaut. Als ob ich die Druckplatten auslöse, ne? Ach so, also. Und sag ich, komm so zu dem See, wie er abbaut. Ich sag, ey Chris, was machst du eigentlich gerade? Ja, ich bin in meinem Lager, ich sortiere das und ich sehe, wie er alles abbaut. Ich dachte, du fällst drauf rein, mein Prank. Aus die Alarm. Jetzt habe ich auch meinen Shader drin. Ringing in my head. Kann ich gar nicht. Ja, welchen so Shader benutzt du eigentlich? Den Continuum Shader. Den habe ich halt drin wegen dem Texture Pack, ne? Ach, ist das dieser realistische? Ja. Ist eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse.